seit ungefähr 17 Tagen aufgrund des Erlasses von Deutschland. Der Söder sagt, es kann kein Lkw-Fahrer mehr einfahren nach Deutschland ohne negativen Covid-Test. Hat Österreich es so gemacht, dass auch beim Brenner keiner passieren darf ohne Covid-Test, ohne negativen. Wir fragen uns natürlich jetzt vom Team K, ist das in Zeiten von 2021 der europäischen Solidarität möglich, dass man so mit den Menschen umgeht? Wir haben uns die Teststation der Lastwagenfahrer, die hier ihre Tests abnehmen müssen, angeschaut. Wird einer positiv getestet, wird er wie ein Verbrecher in einen Nebenraum abgeführt und muss dort warten, bis er in die Quarantäne nach Gossensatz gebracht wird. Nach meiner Meinung ein Zustand, der heutigen zivilisierten Gesellschaft einfach nicht gerecht werden kann. Ich bin zusätzlich überzeugt, dass man hier Menschen ihrer persönlichen Freiheit entzieht. Sie haben keine Möglichkeit, sich zu wehren, sondern sie sind einfach dem Gesetz bzw. der Willkür unserer Gesellschaft ausgeliefert und müssen und sind auf sich selbst überlassen. Gleichzeitig finde ich auch die Art und Weise, wie sie diesen Test bezahlen würden, nicht mehr gerecht. Dieses sind Menschen aus dem Ostblock und müssen da 40 Euro hinlegen. Kein Mensch weiß, ob das ihnen die entsprechende Firma wieder refundiert. Eine Frage, die sich uns aufwirft, ist unter anderem, warum werden Lkw-Fahrer, die über Tarvisio und respektive Salzburg nach Deutschland einfahren, nicht getestet und müssen keine Tests abgeben? Warum nur jene vom Brenner? Die zweite Frage, die sich uns aufwirft und die wir auch im Landtag eingebracht haben schon, wem fällt diese Positivzahl, die jeden Tag hier wir haben? Wenn wir 1500, 1800 Lkw-Fahrer testen, sind immer 2, 3 Positive darunter. Die werden dann nach Brenner zur Quarantänestation nach Gossensatz gebracht. Auf wessen Kapitel geht diese Positivrate? Die Gemeinde Freidenfeld, ist es Südtirol ein eigener Pool hier? Wer treibt hier mit diesen Zahlen dann die Inzidenz nochmal hoch? Ist der Aufwand, der hier betrieben wird, wirklich verhältnismäßig? Bei durchschnittlich 1500 Tests, die pro Tag durchgeführt werden, sind ca. 3 Personen positiv. Das entspricht einer 1 bis 1,2 Promille. Und dieser Aufwand, der hier betrieben ist, geht auf Kosten dieser Fahrer bzw. auch der Belastung der Bevölkerung vor Ort. Ein Fahrer, der sich in der Kabine aufhält, ist ja nicht für die Umwelt bzw. für die Personen lokal infizierend. Es handelt sich hier um gesunde Menschen. Die zweite große Frage, die ich mir hier stelle, ist, was passiert mit den Menschen, die hier in die Quarantäne gehen? Die sind isoliert von ihrer Familie und sind hier für circa 10 Tage abseits ihrer persönlichen Umgebung. Zudem handelt es sich weitgehend um Osteuropäer, deren Sprache wir selbst nicht kennen. Das heißt, wir können mit denen gar nicht kommunizieren. Sind hier wie verlassene Menschen in einem fremden Land. Ein weiterer Kritikpunkt bzw. Frage, die sich uns stellt, ist, warum lässt man die Lkw-Fahrer, die auch positiv getestet sind, aber wohlgemerkt asymptomatisch positiv, sind gesunde Personen, warum sperrt man die 10 Tage in der Quarantänestation im Gossensatz ein? Erste Frage. Zweitens, wir wissen, sie ist schon am Rande der Kapazitäten. Wer übernimmt dann in den nächsten Tagen diese positiv Getesteten? Warum sieht man davon ab, diese heimfahren zu lassen? Kontrolliert man, teilt das mit der Firma, die muss das bestätigen und beglaubigen, dass das dann auch durchgeführt wird und denen wird erlaubt, dass sie nach Hause fahren. So kann das nicht sein, dass wir unsere Kapazität im Gossensatz an den Rand der Belastbarkeit bringen und keine weiteren Kapazitäten haben, sei es in Sarens noch andere. Also wir werden hier wirklich in Südtirol kommen mit unserem, wir helfen ja gerne, das wissen wir, aber wir kommen an den Rand unserer Belastbarkeit.